Au. Nee, das bringt nichts. Zack, zack. Aua. Aua. Meine Taktik ist unbestechlich. Oh, das wehgetan. Gut, ausgewichen. Oh, das war's dann. Speer, Schakrame? Nein, Goldminze. Ja. Da sind doch noch mehr, oder? Nee, das sind nur Wolfis. Hopp, ausweichen. Und jetzt den Wolfi treffen. Hopp. Die Kämpfe werden ja doch mal ein bisschen schwerer, das ist schön. So, jetzt habe ich die dicken Säcke da fertig gemacht. Hat der noch was Schönes für mich? Nur Geld. Aber ganz schön viel Geld. Gut. Das ist dann wohl ein Lager dieser hässlichen, dicken Geschwülste. Und da drüben sind noch mehr. Da wäre dann noch eine Quest. Ich überquere einfach da mal das Wasser. Ach, guck mal, eine Schatztruhe. Leicht. Ja, dann machen wir das doch. Das war zu leicht. Nö. Nö. Und das da. Und bald ist unser Inventar schon wieder voll geramscht. Ja, guck euch das an hier. Dann schwimmen wir jetzt mal darüber und begrüßen die Boggarts. Die Boggart Family. Hello, it's the Boggart Family. Attacke! Zack! Boggart, Bogger, Bogger, Bogger. Bogger, Bogger, Bogger. Na, kommt. Und jetzt hier noch ein bisschen Kleinholz schnetzeln und drauf sie. Und was glitzert da? Ich sehe doch eine Schatztruhe der Boggart. Schrott. Mitnehmen, mitnehmen. Kann ich noch hier außen rum und für ein Versteck plündern? Schubdawub. Ach, guck an, Schrein. Hey, meine Blume. Meine Blume. Meine Blume. Da außen rum hätte ich gehen müssen, hätte ich da die... Ja, ich hole mir erstmal einen Segen. Und dann machen wir die noch platt. Kann ich widerstehen? Muss. Muss einfach. Ich muss einfach. Ach, guck mal, das ist irgendwie so ein Teil der Quest. Ah, brutaler Abrechnungsmodus. Habe ich ja ganz vergessen. Den habe ich auch noch. Hallo, brutale Etyn. Und jetzt gibt's richtig derbe aufs Maul. Mit dem Speer in die Farese. Und das war's dann wohl. Bam! Ha! Haha! Gefällt dir das? Ha? Ha? Wie gefällt dir das? Kalantanas Mann. Ja, den muss ich ja mitnehmen. Jetzt kann ich zu ihm zurückkehren. Ich hatte ja hier Quests. Ich weiß nicht, was für Quests. Und ich habe auch die Leute alle vergessen. Aber ich kann zu ihm zurückkehren. Aber erst, wenn ich die anderen nur noch platt gemacht habe. Da haben wir auch schon wieder so ein singendes, klingendes Steinchen. Oh, wer ist denn hier gestorben? Es geht mich nichts an. Nein, es geht mich schon was an. Ich will mir die Quest wenigstens anhören. Abneigung zwischen ihnen, Ferrara und Farmor. Ach, das dauert vielleicht echt so lange. Voll blühendem Leben. Blutgebein voll Verwesung und Zorn. Wie schrecklich ist ihr Kampf, wo sie beide ihr Ende finden. Ach, schade, schon vorbei. Hm? Kannst du dem Schicksal nicht entkommen? Wer hat das denn gesagt? Gehen die da drüben etwa schon aggro? Ich glaube, das kaue ich noch. Ich wollte doch nur ein bisschen nehmen. Du hast keine Zukunft. Wer sagt das denn die ganze Zeit? In diesem Leichnam finden sich Einsatzbefehle aus der Schildringfeste. Hauptbuch der Kriegsgeweihten. Einsatzbefehl nehmen. Aha. Hier. Quests. Etin-Schamanen töten. Ja, können wir machen. Machen wir nebenbei. Komm, kein Thema. Wenn das seine Aufgabe war, dann wollen wir mal helfen, diese Aufgabe auch zu erledigen. Wenn wir jetzt nicht aus Versehen schon welche getötet haben. So aus Versehen. Ha, das war falsch. Dupti, 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 Vorsicht, 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 Vorsicht. Nein, 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 nein. Jetzt. Nein, 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 doch, 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 ja. So wie immer da in der Ecke. Assassinenhammer, brauche ich nicht. Na, dann rennen wir mal darüber und töten mal so einen von denen. Würde ich sagen.
Was haben die denn da für Probleme? Zack. Wer kämpft denn da gegen die? Ach so, der hat die ganze Zeit gelabert. Na gut. Dann. Hallo? Hört auf, mich zu ignorieren. Hört auf, mich zu ignorieren. Hört auf, mich zu ignorieren. Ey, ich bin euer Gegner. Ich bin viel cooler als der kleine Pimp da. Sag ich auch schon, dass jemand klein ist. Hey. Bam. Bam. Auf. Au. Drauf sie. Gut, dass ihr hier seid. Ich dachte schon fast, ihr wärt nur ein Hirngespinst gewesen. Hallo, Agat. Willkommen bei den Ruinen von Della. Ach, hier sollte ich hin? Warum sind wir hier? Weil ihr aus irgendeinem Grund in der Lage seid, das Schicksal zu verändern. Hier drin kann ich einen Blick auf das gesamte Gewebe werfen und herausfinden, wie ihr in es hineinpasst. Cool, wir haben Agat gefunden, ohne dass ich das eigentlich wollte. Ist das der Ort? Ja. Es mag nicht sonderlich beeindruckend wirken, aber in diesen Ruinen befindet sich das Theater des Schicksals. Das alte Zuhause der Schicksalsweber. Kommt mit mir. Niemand kann sagen, was uns dort unten erwartet. Ihr steht unter Strom. Ist euch das klar, Agat? Dies sind die Ruinen des Theaters des Schicksals. Hier haben die ersten Schicksalsweber gelernt, das Gewebe zu deuten. Ah, okay. Und sie haben uns ihre Weisheit im Schicksalsstein hinterlassen. Ich hoffe, der Stein kann mir sagen, was ihr seid. Aber wenn ich doch schicksalslos bin, dann kann mir auch das Schicksal dort nicht helfen. Dann, ich weiß es nicht. Gehen wir rein. Ich weiß es nicht. Seid ihr euch sicher? Oh, guck mal, eine Schatztruhe. Schrott, Schrott mitnehmen. Ja. Oh, einen Kriegsgeweihten plündern. Schrott. Schrott mitnehmen. Agat, bevor wir da reingehen, kann ich bitte vorher meine Sachen... Geht ihr ruhig vor. Ich möchte gerne noch meine Sachen verkaufen. Ich kann ja hier jederzeit wieder hin. Also ist Agat hier. Das ist ja wundervoll. Ich möchte dann allerdings erstmal wieder die Weltkartenübersichtkarte haben. Und dann möchte ich Zeug verkaufen. Wo kann ich das immer am besten machen? In Kanarok vielleicht, ja. Gehen wir jetzt wieder zurück nach Kanarok. Wartet so lange auf mich, Agat. Gut. Er will also zum Ursprung der Schicksalsweber zurückkehren. Das ist natürlich schlau. Es ist die Frage, wo ich doch eine Schicksalslose bin, ob das wirklich so schlau ist. Kann ich mit dir reden? Ich danke euch. Okay, das wurde ja auch Zeit. Wo ist denn der Händler? Bist du der Händler? Tut mir leid, aber ihr habt uns gerettet. Ja, tatsächlich. Sämtliche Wunder verkaufen. Ja, das ist ja nicht toll, was die hier gerade hat. Habe ich jetzt wieder Platz. Billis und mich. Dafür danke ich euch. Und ich wünschte, ich könnte euch für eure Mühen entlohnen. Ich gebe euch alles, was ich kann. Wie wär's mit all deinen Gegenständen kostenlos? Haltet euch vom Wald fern. Ja, gut. Dann nicht. Hätte auch mal die Sachen zerlegen können vor... Ach nee, ich verkauf den Plunder einfach lieber gleich. Okay, ging schneller. Jetzt zurück zu Agar. Tut mir leid, dass ich dich habe warten lassen. Hallo, ich will nach Dellach. Dellach. Ja, danke. Och, scheiße. Ach, du heilige Kanone. Natürlich sind die wieder respawned. Natürlich. Und jetzt muss ich ganz alleine gegen sie kämpfen. Zack. Kann ich beide Gegner treffen? Das ist gut. Wenigstens zeitweise gut. Der ist down. Aua. Ja, auch. Die respawnen ja also jedes Mal wieder. Naja, das hat auch Vorteile. Man kann hier ziemlich rumleveln, ne? Wie geht's meinem Level? Ja, die machen doch ganz gut Levelpunkte. Nee, keine Heilung. Das geht auch nicht. Es liegen hier schon so viele Leichen rum. Agat, Leichenpflaster an deinen Weg. Agat? Agat, wartet. Wartet auf mich. Hier sind Seit dieser Ort verlassen ist, haben sich hier einige seltsame Bestien niedergelassen. Bleibt nahe bei mir. Wenn du nicht immer weglaufen würdest, wäre das kein Problem. Dieser Ort ist schon so lange verlassen, dass einige Schicksalsweber glauben, er sei nur Legende. Okay. Legende ist das nicht. Es ist ziemlich real. Und glitzernd. Und tödlich, wie ich da unten schon wieder sehe. Es sind immer die Doppelköpfe.
Warum immer die Doppelköppe? Ist mir egal. Greif mich ruhig an. Es stört mich nicht. Ich... Oh, danke, Agat. Schön, dass du auch mitkämpfst. Okay, erstmal den Ettin töten. Und dann um die Hundis kümmern. Gut, dass ich dieses Resistenzschild habe. Weil diese Hunde können nämlich ganz schön nerven. Wunderbar. Der Hundi da oben glitzert nicht. Der Hundi glitzert. Schuhe des Sturms. Und der Ettin glitzert. Eine wunderschöne Todespose, muss ich schon sagen. Sehr elegant, der Herr. Sehr elegant. Ja, Agat, wohin? Agat, was ist denn los? Renn doch nicht so panisch durch die Gegend. Gucken wir uns die Gebietskarte an. Ach, gehen wir gleich da unten hin, da sehe ich schon die nächsten Monster. Es ist echt hübsch hier. Guck mal, wie der Boden hier leuchtet. Faszinierend. Aber mit so einem hyperaktiven Agat ist das schon ganz schön anstrengend, muss ich ja schon sagen. Und jetzt brauche ich hier wieder meinen unerbittlichen Ansturm. Ihr kümmert euch um die Hunde, ich kümmere mich um den brutalen Ettin. Autsch. Da stehe ich jetzt nicht so drauf. Tschüss, Ettin. Also ich bin ja doch mit meinem regulären Angriff ein bisschen stärker, ne? Auch gegen die Hunde wahrscheinlich. Ich glaube, das gefällt ihnen gut. Nein, ausweichen, ausweichen, ausweichen. Und... Attacke! Wie gefällt dir das? Das war gute Teamarbeit. Tschüss, ja, winke, winke, Gipfelchen. So ist brav. Gott, grotesk. Das war wirklich grotesk. Wo ist jetzt der tote Ettin? Du hast nicht mal was für mich? Finde ich nicht gut. Ach, guck an. Eine verfluchte Truhe. Auch wenn die sich leicht bannen lässt, dann mache ich das gerne. Dup, dup, die dup. Ja, alles nehmen. Dankeschön. Heiltränke sind immer gut. Habe ich nicht mehr so viele. Hätte ich vielleicht welche kaufen sollen, bevor wir hier reingelaufen sind. Ist da noch was drin? Ja, guck mal, es glitzert. Da muss was Besonderes sein. Und eine Weißflocke. Klasse, beziehungsweise zwei Weißflocken. Ugh, bis hier schon wieder alles rumliegt für Gammelzeug. Gammelfleischskandal, aller. Da drüben ist der weiße Punkt. Mhm. Ja, Agat, ihr wisst auch, wo es hingeht, ne? Ihr guckt auch nicht auf die Karte oder so. Ich finde es immer sehr schön, ich habe das schon bei vielen Diablo 3 Let's Playern gesehen. Wo müssen wir hin? Es blinkt ganz groß auf der Karte. Ja, wirklich. Okay. Agat. Agat? Agat! Agathe! Agathe! Jetzt habe ich Agat verloren. Na gut, dann gehen wir eben da unten lang. Agärtchen? Schnuffi? Warum folgt ihr mir nicht? Ach, du bist davor stehen geblieben. Oh nein, es ist ein Tor und es leuchtet. Das Theater kann uns das gesamte Gewebe des Schicksals enthüllen. Und wir können nichts tun, um es zu ändern oder seine Schrecken zu verhindern. Nun, zumindest können es die meisten von uns nicht. Aber ich kann es und ich werde es auch tun müssen, vermute ich mal. Darauf läuft es hinaus. Ich meine, ich existiere doch nur, um das Schicksal zu verändern. Oder ist das nicht mein Schicksal? Bin ich wirklich so schicksalslos, dass nicht mal die Götter wissen, was die Welt für mich bereithält? Ich meine, das wäre natürlich ein interessanter Aspekt. Ach, guck an, was ist das denn? Koboldschurken! Zack, zack. Die sind aber keine Gegner für mich. Nicht für mein Bienenschwert. Zack, zack. Oh ja, voll drauf. Macht sich mit seinem Säbel echt gut. Jetzt brauche ich was zu trinken. Typisch Agat. Aber wir haben jetzt gerade keine Zeit, großartig Alkohol zu uns zu nehmen. Was gibt's denn hier? Ach Gott. So viel Kram. So viel Kram, den keiner braucht. Agat will sich nur wieder betrinken. Er sucht doch auch nur einen Vorwand, sich in Ärger zu bringen, damit er sich heillos betrinken kann. Was ist... Ach, das ist auch ein Kobold. Hallo! Okay, das war eine Falle! Das
Eine raffiniert getarnte Falle. Okay. Ihr mit euren blöden Pfeilen, geht weg, lasst das. Agat, mach doch mal was. Kämpf doch mal mit, Agat. Ich habe das Gefühl, die entkommen ihrem Schicksal echt gut. Autsch. Okay, jetzt reicht mir. Jetzt muss ich doch mal drei von denen gleichzeitig erwischen. Wow, ich habe gesehen, wie der Speer auf mich zuflog. Meine Güte, halten die was aus? Die sind ja doch ganz schön, ne? Wendig. Okay, danke schön, Agat. Ihr habt mir echt große Hilfe geleistet. Wirklich. Danke. Naja, gut, er ist halt nicht so der Pro in dem Kämpfen, ne? Oh, das ist gar nicht mal schlecht. Aber langsam will ich nicht, wenn er langsam ist. Ich weiß, das ist das Nächste. Gibt's hier noch sonst irgendwas? Guck, meine Schatztruhe, Agat. Jetzt fast übersehen.